In unserer Preview haben wir noch gesagt, Rising Storm, das erste Add-on zu Red Orchestra 2, kommt im Sommer raus. Das Wetter draußen sagt nicht gerade, dass es Sommer ist, aber Triple Interactive, die denken es anscheinend, denn Rising Storm ist am 30. einfach mal so rausgekommen. Wir sagen euch im Review, ob ihr euch für 17,99 dieses Spiel kaufen solltet. Eine Story im eigentlichen Multiplayer-Sinne, die gibt es nicht. Als Setting hat man den Pazifikkrieg im Zweiten Weltkrieg gewählt. Das heißt, ihr spielt Amerikaner oder Japaner und kämpft auf historisch recht akkuraten Karten. Das heißt, man hat auch versucht, in den Karten bestimmte Landmarken wiederzugeben oder eben bestimmte Karten, bestimmte Schlachten nachzubilden. Das ist sehr gut gelungen und dafür, dass es keine Story gibt, als Setting ganz, ganz cool. Die Grafik ist grundsätzlich eigentlich so wie bei Red Orchestra 2. Ein bisschen besser, also gerade so Feuer würde ich sagen. Man hat ja den Flammenwerfer im Spiel eingebaut, was Feuer nochmal ein bisschen besser macht. Grundsätzlich hat es dieselben Probleme wie Red Orchestra 2, das heißt späte Fade-Ins von irgendwelchen Texturen oder von Details. Ansonsten ist es recht gut gehalten, es ist sehr, sehr stimmungsvoll, gerade im Urwald eine sehr, sehr stimmungsvolle Atmosphäre, aber keine Grafik, die jetzt mega grandios ist, aber trotzdem eine recht gute PC-Grafik. In Stalingrad konntet ihr noch alleine kämpfen gegen Bots im sogenannten Singleplayer. Den hat man jetzt hier rausgelassen, das heißt, es gibt wirklich nur die Multiplayer-Karten, die ihr dann spielen könnt. Bevor wir jetzt zur Bewertung des Multiplayers kommen, müssen wir erstmal eine Frage stellen. Was bewerten wir eigentlich? Ihr wisst das, wenn ihr unsere Preview geguckt habt. Rising Storm, also die Karten, sind für jeden verfügbar, der Red Orchestra 2 hat. Lediglich die Waffen könnt ihr nicht alle spielen, wenn ihr es nicht gekauft habt. Wenn ihr es gekauft habt, was übrigens günstiger ist für Red Orchestra 2 Spieler, dann bekommt ihr alle Waffen und natürlich alle Karten, die ihr schon habt. Wenn ihr noch Rising Storm kauft, allerdings kein Red Orchestra 2 habt, dann bekommt ihr die Red Orchestra 2 Karten, das heißt den gesamten Multiplayer. Die Frage ist also, solltet ihr euch was kaufen, wenn ihr Red Orchestra 2 noch nicht habt? Und solltet ihr euch es kaufen für die Waffen? Ich kann von vorne weg sagen, wenn ihr Red Orchestra 2 noch nicht habt, dann solltet ihr es euch auf jeden Fall kaufen, weil es eine günstige Variante ist, ein sehr, sehr gutes Online-Spiel zu bekommen. Solltet ihr euch allerdings das Add-on kaufen, wenn ihr die Karten ja schon habt als Red Orchestra 2 Spieler. Letztendlich können wir euch dann nur sagen, spielt die Karten halt und guckt, ob ihr die anderen Klassen braucht. Okay, das habe ich etabliert. Jetzt unsere Meinung zum Multiplayer. Es ist ein völlig anderes Spiel. Das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr wieder in Stalingrad oder beziehungsweise, dass ihr wie in Stalingrad rumläuft. Die Karten sind durchs Island-Hopping so, dass sie einmal in der Stadt spielen, auf einer Karte wie Saipan und der nächsten auf Guadalcanal, mitten in der Nacht in einem amerikanischen Lager, im Urwald. Es sind so völlig unterschiedliche Karten, dass es teilweise wirklich wirkt wie ein anderes Spiel, sage ich mal. Außer natürlich die Models und das Overall-Feeling. Das ist extrem gut und ich nutze dieses Wort ziemlich häufig, aber ich meine es in diesem Spiel wirklich, denn man hat es geschafft, nicht nur die Atmosphäre durch die Grafik hinzubekommen, sondern auch die Atmosphäre durch die Klassen und Waffen. Was meine ich damit? Ein Banzai-Angriff zum Beispiel ist so, dass der Japaner ihn machen kann, wenn er rennt und eine Melee-Attacke macht. So gut wie jeder hat ein Bajonett und ihr rennt und schreit Banzai. Und das macht Menge Spaß auf der japanischen Seite. Auf der amerikanischen Seite fühlt es sich so an, als würdet euch 50 MGs beschießen. Das heißt, ihr seid wirklich unter Suppression, ihr könnt euch nicht mehr richtig zielen, wenn ihr in Ironsight geht, was einfach nur eine Menge Spaß macht. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner den Flammenwerfer und der röstet Japaner aber sowas von. Es gibt auch Booby Traps, also Granaten, die man in den Boden stecken kann als Japaner. Es gibt ein Katana-Schwert, es gibt eine Schrotflinte, wenn ihr euch hochgelevelt habt auf der amerikanischen Seite. Es gibt eine Menge an Waffen, für die es sich lohnt, dieses Spiel wirklich zu kaufen. Denn außer natürlich den Banzai-Angriff und die Booby-Traps. Ein Flammenwerfer könnt ihr nicht aufheben. Katana-Schwert kann man natürlich auch nicht aufheben. Nach wie vor kann man alle seine Waffen aufleveln und auch sich selber. Das ist wie im Hauptspiel auch schon. Es gibt einige Karten. Es
gibt vielleicht bald noch ein paar mehr, das wissen wir noch nicht ganz. Was es auf jeden Fall nicht gibt, das sind Panzer. Panzer, die waren im Hauptspiel drinne. Und wir haben ja mit dem Producer geredet gehabt zur Review. Er hat gesagt, wenn sie die Möglichkeit haben, würden sie gerne Panzer einbauen. Allerdings wissen sie es nicht, weil sie nicht wissen, wie gut es sich verkaufen wird. Ob Tripwire Interactive sagt, ja, wir können es uns leisten, Panzer einzubauen oder vielleicht noch ein paar Karten. Allein schon aus diesem Grund, wenn es euch gefällt, die Karten zu spielen, sollte man wahrscheinlich es kaufen, um den Entwickler zu unterstützen. Denn dann gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr an Karten, wer weiß. Wäre natürlich ganz gut. Rising Storm ist besser als das Hauptspiel, weil es einfach atmosphärischer ist, weil es mehr Spaß macht zu spielen. Die Karten sind so, dass man merkt, dass sie einfach entwickelt wurden, gut zu funktionieren für ein Multiplayer-Spiel. Und sie tun es, sie funktionieren gut und sie machen Spaß. Es gibt ein, zwei Karten, die sind nicht unbedingt so grandios wie andere. Aber das hat man immer bei Multiplayer-Spielen. Und ich denke, ihr werdet eure Favorite-Karte rausfinden und es gibt genügend für ein Update, was 18 Euro kostet. Es ist schön, dass es noch mal wieder einen Add-on gibt, wirklich wie früher, wo es Add-ons gab und nicht einfach DLC. Ihr bekommt mehr als die drei Karten Call of Duty für 15 Euro. Ihr bekommt 6-7 Karten in so verschiedenen Settings, dass man wirklich sagen muss, kauft euch dieses Add-on. Selbst wenn ihr Red Orchestra 2 nicht habt, weil dann bekommt ihr Red Orchestra 2 dazu. Und mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Wir haben den Vorgänger damals eine Silbermedaille gegeben. Das heißt, eigentlich hatten wir damals noch mit Punkten bewertet, aber letztendlich transferierte es in eine Silbermedaille. Rising Storm ist eine glatte Goldmedaille. Das Spiel passt einfach perfekt, denn es hat eine sehr gute Atmosphäre, es hat sehr intelligente Waffen, es hat sehr intelligente Verwendung dieser Waffen. Das heißt, ihr habt ein Katana, was mega Spaß macht, ihr habt Banzai, ihr habt einen Flammenwerfer, ihr habt einen Kniemörser, ihr habt so viele Waffen, die es in sehr vielen Spielen nicht gibt. Es ist ein Setting, was nicht ausgelutscht ist und es macht einfach Spaß. Die Karten sind einfach gut. Mehr kann man nicht dazu sagen, das ist so eine Sache, die man einfach fühlen muss beim Spielen. Und gerade ich, der sehr viele Online-Tutor spielt, kann sagen, es sind nicht diese Run-and-Gun-Karten, sondern es sind wirklich lange, große Karten, wo ihr aufpassen müsst, wo ihr hinlauft, um nicht getötet zu werden. Und das sollten einigen von euch gefallen. Es gibt verschiedene Spielmodi. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ach, ich möchte nicht bei einem Schuss sterben, spielt ihr den Action-Modus, wo dann eben ihr ein paar mehr Schüsse aushaltet. Und wenn ihr sagt, ich will Realismus haben, dann spielt ihr den Realismus-Modus, wo ihr nach einem Schuss direkt sterbt. Dieses Spiel bietet sehr, sehr viel und die Goldmedaille ist absolut verdient. Wir würden es empfehlen zu kaufen. Wer jetzt keine Online-Shooter mag, sondern lieber Shooter mit Story spielt, für den ist es natürlich nichts. Logo. Aber für alle die da draußen, die sagen, Online-Shooter im Zweiten Weltkrieg, gerade im Pazifikkrieg, die gefallen mir und es gibt nicht viele, denen können wir es auf jeden Fall vorschlagen zu kaufen. Mir gehen die Wörter langsam aus und deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir auf YouTube gerne abonniert werden, einen Daumen nach oben, dann favorisieren, alles was man machen kann, auf Facebook uns liken, auf Steam unsere Gruppe beitreten, unseren Newsletter abonnieren, in dem ihr Sachen gewinnen könnt. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.